Thank you.
Ein Glas auf festem Grund, dunkel in der Mitte, halb leer, halb voll, in der Leere ein Kreuz. Licht fällt darauf, durch die Dunkelheit, auf den Grund und Boden, der wie eine Quelle erscheint. Licht von oben, ein Glas dahinter, ohne Dunkelheit, weiche Kanten, nach oben offen. Wir stehen vor dir in unserer Begrenztheit, nicht alles klar erfassen zu können. Manchmal ist ein Blickwinkel nötig, um die Dinge im neuen Licht betrachten zu können. Hilf uns, unsere Augen für das Wesentliche zu öffnen und unseren Blick zu schärfen. Vieles erfordert ein neues Hinsehen. Um diesen Perspektivwechsel und den anderen Blick bitten wir dich durch Jesus Christus. Amen. Lebendig fühlbar, dass ich mich in der
Glaube. Mein Glaube gibt mir Anteil am weiten Blick meines Gottes. Am Blick dessen, der alles gemacht hat und alles erschaffen hat. Und von dem es heißt, dass er am Ende der Schöpfung sagt und siehe, es war sehr gut. Ich darf einen dankbaren Blick gewinnen im Glauben. Dieser weite Blick des Glaubens ist ein geschwisterlicher Blick. Dieser weite Blick des Glaubens ist ein liebevolles Hinsehen, ganz grundsätzlich ein wohlwollendes auf jede Situation. Der Blick des Glaubens ist ein barmherziger Blick im Wissen um die Grenzen alles Geschaffenen, um die Grenzen jedes Menschen, um meine eigenen Grenzen. Der Blick des Glaubens ist ein staunender und letztlich auch ehrfürchtiger Blick, wo wir vor dem Geheimnis Gottes stehen bleiben. Jesus lehrt uns diesen Blick immer wieder. Wir können ihn von ihm lernen, indem wir einfach im Evangelium lesen. Aber dieser weite Blick ins Gott, der will entdeckt und der will geübt sein, der andere Blick. Und dieser Blick ist auch nicht einfach machbar, sondern Gnade, Geschenk des Heiligen Geistes. Deshalb brauche ich nicht nur den Weg auf den Berg hinauf von Zeit zu Zeit, sondern eigentlich jeden Tag eine Zeit stillen Betrachtens, wie man so sagt. Also, dass ich am Abend oder am Morgen hineingehe in das, was mir bevorsteht, in das, was hinter mir liegt, und nachspüre, in die Gefühle hineingehe, die mich da bewegt habe, dass ich nochmal nacherlebe, dass ich manchmal auch vorerlebe. Ja. Also in der Stille vor Gott. Und der heilige Ignatius nennt das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Ein Betrachten mit dem Herzen, darum geht es, mit den Emotionen, mit den Gefühlen, sie dem lieben Gott hinhalten. Weil das grundlegend ist, so wichtig für alle diejenigen, die an Jesus Christus glauben, betet der Apostel Paulus darum für seine Liebe. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Er schenke uns diesen anderen Blick, ein Stück von seinem weiten, liebenden Blick. Amen.
der Sohn antwortete: Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die Leute auf der Farm haben gleich viel. Wir haben einen Zwillingen, der bis zur Mitte unseres Gartens reicht. Und sie haben einen Zeh, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben mächtige Lampen in unserem Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten und sie haben den ganzen Horizont. Der Vater war sprachlos und der Sohn fügte noch hinzu: Danke, Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Thank you.
Für wen oder was bin ich dankbar? Was hat mir heute Freude gemacht? Lasst uns jetzt damit beginnen, die Übung zu machen. Ob das Glas halb voll oder halb leer ist, hängt häufig von unserer Bewertung ab. Als Erinnerung an den anderen Blick wollen wir euch eine Wackelkarte nach Hause geben. Sie ermutigt, den Blick auf die gelungenen Dinge zu lenken und nicht von negativen Erfahrungen die Sicht verstellen zu lassen. Dabei macht sie klar, Jesus will uns helfen, eine neue Perspektive zu gewinnen. Zum Blick der liebenden Aufmerksamkeit gehört natürlich auch der Blick auf diejenigen, die unser Herz rühren, auf die Menschen, denen wir Hilfe sein können, denen wir helfen sollen. Und unser Spendenprojekt, ja, setzt da an, der andere Blick, das läge da nahe, näher auf Menschen zu schauen, die einfach in ihrem Sinn eingeschränkt sind. Es gibt hier in Würzburg seit 175 Jahren das Blindeninstitut. Dort hat man so vielen helfen können, kann man heute so vielen helfen. Ja, ohne das Ding in der Augen uns recht zu kommen und zu leben und reich zu leben und tiefer zu schauen mit den Augen des Herzens und den anderen Sinnen, den Mensch hat. Aber da braucht es tatsächlich auch immer wieder das Zusammenhelfen und diese Blindeninstitutsstiftung an das Sehen, so nennt sie sich in Würzburg. Sie ist auf Spenden angewiesen. Wir laden ein, dafür eine Hilfe, einen Teil dazulassen. Dankbar für die Fähigkeiten, die uns gegeben sind. Herzlichen Dank dafür schon jetzt für eure alle Unterstützung. Ja, und damit darf ich danken euch, mit dabei seid beim anderen Gottesdienst, die euch auch in Corona-Zeiten mit auf den Weg gemacht habt, diesen Gottesdienst vorzubereiten, diesen Gottesdienst zu gestalten. Und herzlichen Dank euch, die euch auch angemeldet habt, die euch diesen Termin so wichtig genommen habt, dass ihr ihn wirklich eingeplant habt und nicht einfach aus dem Augenblicksgefühl überlassen. Aber für uns war es einfach das Anliegen, wir wollten nicht, dass dann welche draußen stehen und die Sachen kommen müssen. Wir dürfen euch leider nicht mal reinlassen, weil Platz reicht nicht. Und es ist auch für diejenigen, die das dann sagen müssen, nicht unangenehm. Von daher herzlichen Dank für euer Verständnis und für euren Entschluss, wirklich da zu sein und mitzumachen. Ja, und als der nächste andere Gottesdienst wird am 20. März in Schaumburg sein, Sonntagabend, 18 Uhr, wie wir es gewohnt sind. Herzliche Einladung jetzt schon dazu. Und natürlich gibt es auch ein Andenken-Geschenk, ja, wie wir schon davon gesprochen haben, von dieser Karte, ja, nehmen Sie so eine mit. Nehmen Sie auch mit ein Gebetsbild für unser Jahresmotto im Vertrauen, das Unbekannte war. Und das dürfen Sie gerne auch mehrfach mitnehmen und weitergeben. Ja, und damit bitten wir um Gottes Segen. Beten wir gemeinsam. Gott, du freust der Menschen, du grundst unseres Herzens.
Sprich zu uns, dass wir dich verstehen. Mach uns bereit, zuversichtlich aufzubrechen. Wir vertrauen auf dich, dass du bekannt zu warten, dass du uns aufträgst. Schenke uns die nötige Kraft, Ausdauer und Gelassenheit, damit wir auch auf schwierigen Wegstrecken voll Vertrauen bleiben, gerade dann, wenn es uns schwerfällt. Lass uns als Zeugen deiner Botschaft voller Vertrauen sehen und Halt geben. Dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Geht hin.